Die Judenfrage muss heute folgendermaßen geklärt werden, damit diese falschen Gefühle, die bei jedem Geschäftsabschluss mit Israel, du weißt, 20% lassen wir nach, wir haben ja mal 6 Millionen Juden getötet, also sie kriegen diese Maschinen da, kriegen sie, warten Sie mal, 20 von denen, wir können sogar 25% geben, weil wir an Buchenwald direkt beteiligt waren. Können Sie 25%, so sind ja heute die Geschäftsabschlüsse und so ist ja heute das Leben, ja? Also fährst du nach Israel, schlechtes Gewissen im Gepäck, ohne schlechtes Gewissen keine Einreise. Gut, wie machen wir das? Wie kommt denn die nächste Generation aus diesem widerlichen Zeug heraus? Wie kommen wir denn überhaupt mal zu einem glücklicheren Gedanken, was wir da mit den Juden gemacht haben oder mit den 20 Millionen Russen, sagen wir mal, ja? Ja, wie kommen wir zu einem glücklicheren Gedanken? Also die Juden- und die Russenfrage muss ich lösen, nicht nur die Judenfrage. Denn wir haben ja auch 20 Millionen Russen getötet. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz. Das Größte, was es in der Welt gab, war der afrikanische Voodoo-Voodoo-Kult, dem ist das deutsche Volk von 1933 bis 1945 an der Spitze mit Adolf Hitler total erlegen, diesem Voodoo-Voodoo-Kult. Das ist eine unbewusste Sache, die heute stattfindet, immer noch, die aber früher ganz bewusst gehandhabt wurde von den Häuptlingen, Medizinmännern in Afrika. Da hieß es nicht mehr, der Mann, der da geht, der hat viel Geld. Uninteressant, Geld habe ich selbst. Der Mann, der da geht, der hat viel Geist im Kopf. Interessant, bring ihn rein. Er unterhält sich mit dem, der geht raus. Alles in Freundschaft und Brüderlichkeit. Und lässt ihn töten, erschlagen draußen, den Mann. Widerlich zermetzeln lässt er ihn. Warum? Weil er seinen Geist haben wollte. Unbedingt seinen Geist. Und hat sich wirklich eingebildet, wenn der Mann weg ist, der Körper, dass er mit seinem Geist weiterlebt. Und so mache ich es also kurz. So leben wir heute mit dem Geist von den Leuten, die wir erschlagen und erschossen haben. Wir sind es selber geworden. Warum? Wir wollten es werden. Wir wollten es unbedingt werden, darum haben wir die Metzelei veranstaltet. Wir waren so voll Hass, also Hass, Klammer auf, zu viel Liebe, Klammer zu, ja, in diesen jüdischen Geist vernarrt, aber auch gleichzeitig in den primitivsten russischen Geist, aber auch gleichzeitig in den französischen oder in den tschechischen Geist, die Deutschen. So vernarrt in Geist, von Goethe angemacht, von Friedrich dem Großen, von diesen ganzen Kaisern angemacht auf Geist, dass sie so vernarrt waren, dass sie diesen Voodoo-Voodoo-Kult gemacht haben, wir sind also heute die Juden, Happy End Auschwitz. Es dürfen wieder Witze gemacht werden, und zwar jüdische. Und nun habe ich noch ein Leitartikelgedicht. Macht ein Happy End draus. Woraus? Na, du musst nicht mehr gesenkten Hauptes auf die Knie fallen, bei Buchenwald schüchtern sprachlos werden. Oder bei Bergen-Belsen rechnen mit verbrannten Körpern. Wie konnte das nur passieren? Wie konnte das nur? Der deutsche Schlechter und der Afrikan-Voodoo-Voodoo-Kult. Die Gas-Germans, die Abspritzer, die Krüppelschläger. Warum hat mein Uropa Erich Mühsam dreimal ins Gesicht geschossen? Warum, warum, warum? Der Bleistifttöter Adolf Eichmann, entfernter Verwandter von mir. Meine Oma hat ihren Sohn Erich so lange gehetzt, bis er in Stutthof, oder war es in Treblinka, 14 polnische Jüdische mit Spaten erschlagen. Wie kam denn das nun? Praktisch ist ja klar. Hass, Hass, Hass. Hass ist immer nur Liebe too much. Wie kam denn das nun? Es ist nämlich jetzt lange her und könnte mal in langer Zeit wieder sein. Meinst nicht? Dieses Schlachten, Morden, Blutrausch und so? Wenn wir nicht in dieser Sekunde den letzten Auschwitz geistig zurechtlegen und unserer deutschen Sehnsucht gemäß ein harmonisches Happy End machen. Voodoo-Voodoo-Zeit ist Zeit von Menschen, die keinen anderen töteten wegen irgendwas Materiellem. Nein, 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 es war verpönt, wegen Geld zu töten. Stell dich auf den Kopf, aber die Zeit gab's, wo man nur wegen des reinen Geistes tötete. Denk jetzt nicht an den letzten Opiumkrieg in Burma. Denk an Voodoo-Voodoo. Wir haben die Millionen von Juden getötet, weil wir ihren Geist liebten, hassten. Wir haben die Millionen von Juden und Ostmenschen, die mit den krummen Nasen, die Händlernaturen, die Karl-Heinz Bohrer und ZDF Löwenthal, die Franz Josef Strauß und Genscher und Alternativen und so, all diese uns ekelnden Juden, Lübcke, Adenauer, FDP Döring, Brentano, ja Mensch, sag mir doch die richtigen Namen, ich weiß doch keine anderen mehr mit meinen 17. Wir haben nach dem uralten Voodoo-Voodoo-Kult,
Die schwarzhaarigen, krummnasigen, schmalstirnigen, die misslungenen, nicht gut angezogenen, buckligen, levantinisch Unbeliebten haben wir sie endgültig. Mit ihren untauglichen Körpern haben wir sie weggemacht und ihren Geist geschluckt. Gierig, wie es eben ist bei einem arisch-jüdischen Liebesverhältnis. So ist es gekommen, biblisch, himmlisch und witzig. Wir alle, Helmut Schmitz, Old Schwurhen, Zimmermann, Ernst Huberti, Porzellan Rosenthal und Jupp Derwall, wir alle sind die Juden geworden. Unsere Köpfe sind voll mit ihrem Geist, deren Körper wir beseitigt haben. Unsere Herzen sprudeln über vor Hundeliebe. Und wir benehmen uns auch so gekonnt jüdisch in der EG und so. Längst also, längst läuft der Kuras als ohne Sort herum. Und ich bild mir schon lange einen Tucholsky ein. Aber auch der Augstein läuft als Ossietzky durch die Welt. Warum soll Heino nicht mit dem Geist von Josef Wulff singen? Und die gestorbene Romy Schneider kann ohne weiteres schon wieder mal die Rosa Luxemburg gewesen sein. Gerade im spekulativ-kabbalistischen sind wir Juden heute ganz stark. Sie staunen überall, wie wir rechnen können, Musik machen können, dichten können, Schriftstellerei und so. Gleichzeitig haben wir aus Schimanski Siemens gemacht. Und Emil Janoschek hat, ohne uns zu fragen, ob Juden zur Bundeswehr dürfen. Juden ja, aber keine Drogenabhängigen. Also verstehst du, Henrik M. Broder, Brasser? Falls du das hörst in Israel, ich rufe es dir frisch, freilich, früh übers Rote Meer. Die Bundesrepublik ist ein jüdischer Staat und sie bekennt sich dazu ein für alle Mal. Wir haben es mit Voodoo-Voodoo getrieben. Wir waren scharf und sind es noch auf den Geist eines ganzen Volkes, eines Stammes. Was aber ist das Besondere an diesem uns so in Rage versetzenden jüdischen Geist? Alles das, was wir an ihm hassten, ist das besonders Fantastische. Aber im Grunde sind wir nichts weiter als die Klügeren geworden. Die Deutschen wollten das immer und sind es nun. Die klügeren Juden. Die BRD, die DDR, Ost-West-Berlin. Happy End. Wir sind die klügeren Juden. Im Pardon-Shop kann man jetzt den Talmud bestellen.